Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir sind wieder beim Feuerbandschrein. Unter anderem, weil ich natürlich noch gerne die Seelen ausgeben möchte. Ich weiß, dass wir, ich glaube, 12 Geschicklichkeit brauchen. Für die Waffe, die ich benutzen will. Ich glaube, für später brauchen wir noch mehr. Ich gebe jetzt einfach mal den Punkt hier aus. Und den Punkt. Und hoffe mal, dass ich recht habe. Wegen diesem Helm, von wegen, dass man mehr Seelen kriegt, habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Weil ich eigentlich noch in der gleichen Aufnahme im Grunde bin. Jetzt dürfen wir wieder warten. Ja. Ich will nochmal diesen einen Kokolores-Heino da versuchen. Wie komme ich auf Kokolores? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Unter anderem, damit wir halt die Ausrüstung von ihm haben. Weil ich jetzt auch gar nicht wüsste, wann wir die nächste Ausrüstung kriegen. Oder nicht mehr. Allerdings fällt mir ein, wir können das Lendentuch gegen das hier wechseln. Aber mir ist es meine Hose an, die auch nicht wirklich viel besser aussieht, wenn ich ehrlich bin. Aber ist egal. Ist egal. So, nächster Versuch. Mal ganz kurz knacken. Knack. Ja, mal schauen, ob wir es jetzt mal schaffen. Da kommt er schon mit seinem Konter-Dingsbums an. Ah, verdammt. Du sollst ausweichen. Man hat es, glaube ich, sogar gehört, dass ich die Taste B gespammt habe. Also wegrollen meine ich mit ausweichen natürlich. Ich überlege gerade, wie ich ihn sonst immer runtergetreten habe. Wobei ich ihn noch nie wirklich aktiv runtergetreten habe. Er ist immer runtergefallen. Was müssen wir wieder warten? Ich hasse es. Das ist das Einzige, was mich so wirklich nervt hier. Immer dieses Warten. Wie man gesehen hat, das Schild bringt halt auch noch gar nichts. Das ist halt noch ein nicht so tolles Schild gegen physischen Schaden. Gegen was ist es eigentlich gut? Es ist gut gegen Magie. Also relativ gut gegen Magie, ja. Gut. Seelen holen, nächster Versuch. Typisch Dark Souls. Die nehme ich immer mit. Falls sie doch mal im Weg stehen. Gut. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Mit halt nicht Schild. Genau dann kontert er natürlich, ne? Oh, wir leben noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was war das denn? Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich splash mal einfach durch den Stein. Oder das Gemäuer, wie auch immer. Soll ich es rausschneiden? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube schon. Bis wir ihn halt endlich mal platt haben. Und falls ihr jetzt ein Bellen hört, ich hoffe nicht. Tut mir leid. Ich meine, vielleicht, ich hoffe mal, dass dann irgendwie der Sound dann irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal halt ein anderes Mikro besorgen, was nicht so empfindlich ist. Das war halt in meiner alten Wohnung war das eigentlich ganz gut. Das hat gereicht. Aber hier, wo ich jetzt wohne, ist das eher doch schon so, es ist einfach zu empfindlich für die kompletten Nebengeräusche und so. Ja, also ich glaube, das Bellen werdet ihr auf jeden Fall hören. So, naja. Das Schöne war ja halt gerade eben, dass er dann sein Dingsbums gewechselt hat. Während ich eigentlich nicht, ich doch nicht runterfallen, jetzt in unseren Seelen weg. Gut, er ist auch tot. Immerhin. Allerdings war das nicht so gewollt. Jetzt haben wir halt, was weiß ich, waren das 800? 900? Irgendwie so um den Dreh verloren?
Und seine natürlich auch nicht mitbekommen, was ja eigentlich, naja, ich wollte ihn ja eigentlich töten wegen den Seelen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die noch irgendwie. Ansonsten, das Einzige, was da jetzt von Vorteil ist, ist halt die Rüstung von ihm. Was auch nicht wirklich viel ist. Und die Waffe, die wir nicht benutzen werden. Ah, ja, gut, ich gehe einfach mal durch, ne? Naja. Naja, naja. Nicht schön und auch nicht fein. Einfach blöd. Er hat doch was fallen lassen, ne? Ja, doch. So eine kleine Miniseele als, naja, das sind unsere 48. Und seine 2000 haben wir natürlich nicht bekommen. Schade eigentlich. Tja, kann man nicht ändern. Reisen wir jetzt halt wieder zurück zur, ich weiß gar nicht wohin. Also den Namen weiß ich nicht. Aber da, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Und vielleicht ein bisschen ausrüsten, ne? Nein. Leider nicht. Und die Handschuhe und... Was ist hier besser? Achso, so das Lendenschurz. Naja. Blöd. Turm auf der Mauer. So hieß das also. Oder so heißt es. Und ich habe ja gesagt, dass wir eventuell in diesem, oder eigentlich sogar recht zuversichtlich gesagt, von wegen, dass wir in diesem Part den nächsten Boss besiegen werden. Im normalen Fall hätte ich es vor ein paar Monaten aufgenommen, wo ich es noch aktiv gespielt habe, also wirklich aktiv. Ja, gesuchtet habe. Ja. Jetzt eher, vielleicht. Aber auf jeden Fall im nächsten Part, wenn nicht in diesem Part. Vor allem, wenn es mal länger, schneller laden würde. Nicht länger, ist schon lang genug. So, Juti. Hier haben wir unser tolles, nicht so tolles Schild eher gesagt. So, ich glaube, das ist ein Wurfmesser da. Oder Brandbomben, ich weiß es nicht mehr. Drei Brandbomben. Dich könnte ich eigentlich von oben erwischen. Dankeschön. Da müsste jetzt einer... Genau, da ist er ja schon. Eigentlich, in Anführungszeichen, dürfte ich mit dem Schild auch gar nicht so viel blocken. Weil er halt nicht den kompletten physischen Schaden blockt. Sondern halt irgendwie nur ein bisschen davon, ne? Was haben wir hier? Eine Seele. Geh runter da. Ah, verdammt. Ich wollte ihn eigentlich blocken. Dann halt nicht. Jo! Ja, genau. Verarschen. So, den holen wir uns da oben. Irgendeiner von denen verwandelt sich auch wieder. Ich weiß allerdings gerade nicht welcher. Auf jeden Fall irgendwer von oben. Ich glaube der da. Ich glaube der hier. Ja, der ist es. Die holen wir uns später ja auch noch. Wenn sie sich verwandelt haben, dann gibt es nämlich ein kleines Goodie. Eine kleine Titanitscherbe war das, glaube ich. Aber erstmal den Kleinen hier jagen. Ein kruder Edelstein. Ich weiß nicht mehr, was er tut. Auf jeden Fall können wir damit irgendwas machen. Irgendwie unsere Waffe verändern. Hatten wir hier noch was irgendwas zum Aufsammeln? Nö. Gut. Gehen wir mal runter. Gar nichts mehr, ne? Den anderen. Jetzt den anderen. Oh, Mann.
stehe hier gerade echt beschissen. Tschüss. Besser als runterfallen. Ist mir auch schon öfter mal passiert, dass ich hier runtergefallen bin. Ist trotzdem nicht schön, dass wir jetzt nur noch 3 Flakons haben. Vor allem beim jetzigen... Ja, ich sag mal Skill. Also, oder eher gesagt, den nicht vorhandenen Skill. So, hier links, da gab es dann auch noch wieder was. Da kommt schon wieder so ein Ritter-Heino. Müssen wir auch gleich bekämpfen. Hier rechts ist einer. Aber gut, dass ich mich noch ein bisschen dran... Aua, erinnert. Was bist du denn hier? So schlecht, da kommt gleich einer hoch, ne? Eigentlich kommt da noch einer hoch, glaube ich. Hatte ich eigentlich im Kopf gehabt, so. Ja gut, wir haben einen Flakon wieder bekommen. Das ist schön, das freut mich sehr. Da ist der. Das ist ein bisschen anderer. Der andere, also den ersten, den wir besiegt haben, von diesen, ich sag mal, Rittern. Keine Ahnung, wie die sich wirklich schimpfen. Also, was für Ritter genau. Hat der ein Schwert. Und der hat hier halt ein etwas größeres Turmschild halt mit... Hallo, hast mich schon gesehen. Au. Da schlägt er mich einfach mit dem Schild. Die Potsau. Oh, Rittergamaschen nehme ich. Wollte direkt anlegen. Nur 36,8 sind wir jetzt. Also Mid-Roll nehme ich noch mit. Fast-Roll muss nicht unbedingt sein. Und Fat-Roll will ich auf jeden Fall nicht haben. Ich nehme mal lieber ein Flakönchen. So, wir kriegen, glaube ich, hier auch irgendwann bald ein neues Schildchen. Aber frag mich bitte nicht, wo. Zumindest nicht, wo genau. Hier gibt es, glaube ich... Was war denn das hier nochmal? Oh, eine grüne Blüte. Und das Schild, was wir als nächstes kriegen, das werden wir dann auch direkt benutzen. Ja, das war zwar kein gewollter Backstep, aber ist mir egal. Ich nehme es mit. Breitschwert. Hatte ich auch noch nie benutzt. Aber wir bleiben bei unserem, was auch immer das ist. Diese komische Axt halt, diese Streitaxt mit Verzauberung. Huch, wollte ich aber nicht. So, hier gibt's was. Erstmal gleich einen Token. Ich glaube, hier ist auch das Schild drin. Genau. Der Schild, nicht das Schild. Und es hat physisch 100. Von daher können wir jetzt schön rumblocken, ohne ein bisschen Schaden zu kriegen. Außer sie greifen natürlich, was weiß ich, mit Zauber an und so. Das ist klar. So, wie habe ich das hier unten nochmal gemacht? Wie habe ich die nochmal alle... Habe ich die gepullt oder bin ich einfach hier runter? Und habe gesagt... Hilfe? Ja, ich glaube Hilfe habe ich gesagt. Ah, ich wollte ausweichen. Wie gut, dass ich den auch schon erwischt habe. So, kriege ich den jetzt nochmal einzeln dran? Also ohne irgendwie jetzt was... Ja, ich glaube, den kriege ich jetzt ran hier. Ja, der hat mich schon gesehen. Ich nehme mal lieber einen Flakon. Ich bin mal lieber vorsichtig. Dankeschön. Das war ein Stuhl. Falls man ihn gehört hat. So. Da ist, glaube ich, noch ein Hund. Und natürlich den, den man sieht. Und hier haben wir eine neue Scherbe. Na? Nicht so patschi-patschi machen, oder? Wir haben gerade nicht genug Ausdauer, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe sonst normalerweise auch mit mehr Ausdauer gespielt. Kondition, nicht Ausdauer. Glaube ich. Also, der grüne Balken halt, ne? So, da haben wir den Wauwau.
Ölterbauer. Böse Truhe. Oder was auch mich da geblockt hat. Den Gefängnisschlüssel. Den haben wir nämlich gebraucht, um überhaupt weiterzukommen. Überhaupt? Ja, doch, glaub schon. Nö, eigentlich nicht. Also, brauchen wir den unbedingt? Nein, ich glaube nicht. War hier noch was? Nein und nein. Ha. Dem will ich natürlich nicht begegnen. Allerdings habe ich was vergessen. Da hinten. Und oben ist noch was, was wir uns auch noch holen werden. Wie kam ich denn nochmal hin? Ich muss, glaube ich... Ach ja, ich glaube, ich weiß wieder, wie das war. Hier rein, dann komplett durch, da wo wir hier halt die zwei grünen Blüten bekommen haben. Und dann hier durch. Durch die nächste Truhe. Mit einem Astora-Schwert. Oder einem geraden Astora-Schwert. Würde ich sagen, hüpfen wir mal hier runter. Kriegen ein bisschen Schaden. Ist nicht schlimm, hoffentlich. Und dann werden wir uns mal die nächste Abkürzung holen. Die wir bisher noch nicht gesehen haben. Also wir jetzt. Ne? Ihr habt es bestimmt schon gesehen, wenn ihr selber gespielt habt. Wir warten allerdings, bis der Dicke da weg ist. Kann ich mir das eigentlich mitnehmen? Boah, ich glaube schon, oder? Da wird uns, glaube ich, trotzdem gleich einer folgen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der da. Das will ich jetzt ungern. Das nehmen wir noch schnell mit, die Glut. Dann rennen wir einfach nur durch. Wir kommen hier früher oder später eh nochmal hin. Ob es gewollt ist oder ungewollt. Na, es ist eher ein gewollt. Schieß mir nicht in den Rücken. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, da kommen gleich noch ein paar hoch. Aber sollten wir drauf sein, umdrehen, blocken, dann ist gut. So, Flagönchen. Weil wir uns eh gleich neu erholen werden. Noch ein paar Wurfmesser mit und dann gehen wir raus. Vielleicht sind da auch welche. Wer macht denn hier gerade so einen Lärm? Was frage ich eigentlich? Ich weiß, wer das ist. Ja, nicht getroffen. Wo ist meine Ausdauer hin? Oh, ich sehe gerade, da donnert mir ganz schön Ausdauer weg. Es ist blöd, mit wenig Ausdauer zu spielen, merke ich gerade. Eigentlich habe ich wesentlich mehr. Das heißt wesentlich, wesentlich auch nicht. Aber ein bisschen halt, ne? Unterschied merkt man dann schon. So, da kommen gleich wieder die Goethers. Wow, wow. Wow, wow. Ich bin gerade beide. Oh, habe ich Glück gehabt. Ich möchte bitte so rumstehen. Ja, ich meine, so geht's auch. Au. Ich habe mich wieder ganz vergessen. Dünn ist da oben. Wo ist er jetzt hin? Hallo? Ja gut, dann nicht. Jo. Dann nehme ich hier schon auf. Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit. Jo, dann gehen wir wieder den ganzen Weg zurück. Obwohl, müssen wir eigentlich gar nicht. Wir könnten jetzt auch zurückreisen zum Turm. Ja, Turm auf der Mauer. Ich überlege, ob ich da einfach eine Glut nehme. Könnten wir eigentlich machen. Könnten wir aber auch sein lassen, wie gesagt. Bisschen sparen, ne? Ja, doch. Brauchen keine Glut. Nicht im Moment. Wie gesagt, bewahre ich mir wirklich lieber für die Bosskämpfe auf. So, und vorher sind wir ja direkt einen runter und dann sind wir ja noch hinten raus. Jetzt wollen wir halt noch einen weiter runter. Um dann da den Gefängnisschlüssel zu nutzen. Vor allem nutzen.
eigentlich gibt es auch schon bald eine neue Schwertchen oder eine neue Waffe. Schwert haben wir ja nicht. Das haben wir schon, nutzen wir noch nicht. Plönk. Oh, schön sauber machen hier. Schön eine Hose. So, was ist hier unten nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas Größeres. Ach, er. Mit dem Schild ist uns das ja wurscht. Einfach wegblocken und gut ist. So, wie wir da reinkommen, das weiß ich gar nicht mehr. Verschlossen. Wie war denn das da nochmal? Weiß ich nicht mehr. Was hast du denn schönes? Ach, schon wieder Wurfmesser. Damit könnte ich natürlich pullen. Hier links müsste gleich auch wieder einer sein. Und da keiner. Alles klar. Noch mehr Wurfmesser. Was hast du? Kettenbrecher. Kein Wurfmesser. Kettenbrecher. War Kettenbrecher nicht eine ziemlich gute Waffe? Wenn man sie weiter aufwertet und so? Ich weiß das gar nicht mehr. So, hierfür haben wir jetzt den Gefängnisschlüssel benutzt oder gebraucht, um mit ihm hier zu reden. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that enkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Sehr schön. Den blauen, ich meine, der hat sich gerade weggeportet, weißt du? Hätte er schon die ganze Zeit machen können, anstatt hier im Kerker rumzugammeln, bis wir reinkommen. Ja, ist ja wurscht. Blauer Tränensteinring, was macht der? Weiß ich gar nicht mehr. Erhöht Schadensminderung bei geringen TP ist okay, denke ich mal. Ich meine, wir haben ja eh Platz für 4 Ringe. Warum nicht anlegen? Gut. Jetzt haben wir das auch erledigt. Das heißt, wir können eigentlich wieder ganz nach oben. Wir könnten aber eigentlich... Nee, ganz nach oben ist einfacher. Um dann halt wieder zu reisen. Und zwar zurückzureisen. Hat man nicht schon mehr Seelen gehabt? Ja, keine Ahnung. Gut. Hohe Mauer war schon richtig. Und dort aus gehen wir halt im Fahrstuhl wieder runter. Und dann halt den Weg, den wir schon gesehen haben, oder den wir jetzt gerade durchgerannt sind, um halt das Ding zu öffnen, die Tür, gehen wir es halt wieder einfach komplett rückwärts. Und dann sind wir auch kurz vorm ersten Boss, oder zweiten Boss, ja. Dieser Ludix heißt er, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich. Der erste Boss halt, den wir gemacht haben. Den hatten wir ja schon platiniert. Mehr oder weniger. Also er hat ja uns oder mich eigentlich eher platiniert und ich habe ihn dann irgendwann mal durch Glück ein paar Mal mehr getroffen. Alles nur Glück. Kein Skill hier. Nur Glück. Patsch. Oh. Doppelpatsch. So. Kriegen wir Fallschaden hier durch? Nö, ne? Nö. Alles gut. Alles gut. Jetzt können wir auch hier runter, weil ich keinen Bock auf den Köter habe.
Jetzt klatschen wir ihn da ordentlich mal einen rein. Dankeschön. Das war jetzt nicht gewollt, dass er uns auch noch trifft. Oder überhaupt, dass er überhaupt mitmacht hier. Ja, nicht eingeladen. Olle Potsau. Ja. Ja, da können wir eigentlich runtergehen. Bleib. War hier noch was zum Looten? Nö. So, links war dann ja einer. Ich hasse euch. Ihr Wedelmenschen. Ja, Menschen, in Anführungszeichen. Und Toten. Noch mehr Grüne. Ich weiß gar nicht mehr, wozu die grünen Blüten eigentlich gut waren. Aber gut, könnte ich jetzt nachlesen. Brauchen wir aber wahrscheinlich erstmal noch nicht. Deswegen habe ich jetzt keine Lust nachzulesen. Nur. So faul bin ich. So, noch eine Seele. Dann mal hier rüber. Den Ring der Opferung. Und wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Waffen, trinken lieber, draufklatschen, daneben klatschen anscheinend. Autsch. Ja, ich mag dich auch nicht besonders, ich weiß. Gut, ich hüpfe mal ein bisschen gerade weiter weg. Fokussier, so wenig aus, aber das ist Kacke. Was? Den kann man eigentlich auch backstabben. Sag ich doch. Er lässt sich so gleich null staggern halt, ne? Ich weiß noch, ich hatte nie, oder doch, am ersten Mal die auch solche riesen Probleme gehabt mit ihm. Jo! Ach, ich hau dich jetzt einfach so. Oder auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mal den ganzen Flakons für den benutzen. Und das war das nicht der Plan. Aber, naja, schade. Der kann halt auch was droppen. Trotzdem, wie gesagt, war nicht. Sag mal. Treffen soll schon gelernt sein. Ein Rapier. Hier war aber noch mehr Loot. Irgendwo, oder? Hatte ich zumindest so in Erinnerung, dass hier mehr Loot war. Ach da. Mehr Glut. Ja, ich glaube, jetzt könnten wir meine Glut nutzen. Unter anderem, weil wir sonst kein Leben mehr haben. 4 Stück haben wir. Ja, gut, komm. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass wir nicht sterben werden. Und somit dann auch kommen wir eigentlich runter? Nein, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Habe ich jetzt völlig vergessen, was ich jetzt hier sagen wollte. Scheint nicht wirklich was Wichtiges. Müssen wir mal überlegen, ob wir nicht eventuell... ja, doch, doch. Ich gehe wieder zum Feuerbrandschrein zurück. Der Part ist dann wahrscheinlich jetzt eh... Ja, ja. Aufnahme sagt schon von einer halben Stunde. Wahrscheinlich wird das ein bisschen kürzer sein. Werden wir mal ganz kurz ein bisschen was wieder investieren.
auch wenn es nicht viel ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Dark Souls 3 wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.